rein gerutscht, weil mir irgendwie das, weil ich sehr unter dem Bootstrap-Problem von Joomla leide. Die Elisa seht ihr gerade nicht, sie ist nicht dabei. Sie hat sich ausgeklinkt. Ja, ich bin seit 2009 bei Joomla mit dabei, seit 2011 vermehrt in der Community auch drin. Ich mache Templates und ein bisschen Plugins, also der klassische Systemintegrator. Leider hatte ich auch so ein Problem mit Bootstrap 2 und Bootstrap 3, deswegen war meine Entscheidung, diesen Team mitzumachen. Genau. Ja, hallo, ich bin Yves. Ich bin Joomla Extension Entwickler, arbeite auch im Joomla-Projekt mit, schon relativ lange. Und das reicht zur Begrüßung. Genau. So, nee, ein zurück. Ja. So. Wie fing alles an? Die Elisa hatte eine Idee, sie wollte eigentlich ganz am Anfang ein schickes neues Standard-Template für Joomla haben. Damit fing das alles an. Und da haben wir irgendwann gesagt, ja, gründen wir eine Arbeitsgruppe auf GLIP, haben wir dann auch gemacht. Wir waren, glaube ich, erstmal eine rein deutsche Runde. Dann wurde es immer internationaler mit den ganzen Einladungen, wurden immer mehr Leute. Ja, und dann wurde die Idee vorgestellt. Und die Idee war erstmal, wie gesagt, ein schickes Template zu haben in Joomla. Dieses Proto-Star ist doch so langweilig. Ja. Bitte? Und damit fingen auch schon die Probleme an, weil wir gesagt haben, ah, jetzt auf Bootstrap 2 noch ein neues Standard-Template zu machen, ist ja doof. Ne? Und dann wollten wir Bootstrap 3 haben. Und dann standen wir vor dem Problem und haben gesagt, ja, da müssen wir Overrides für Joomla machen. Und wer Systemintegrator war, der kennt die Probleme zwischen Bootstrap 2 und Bootstrap 3 mit den Erweiterungen. Und da hat man sich überlegt, wie können wir dieses Problem lösen. Ja, und BS2 war eben nicht mehr zeitgemäß für uns genug. Und ja, dann drückst du dann weiter den Bus. Genau, besser so. Ja, welches Problem wollten wir lösen? Da war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, als Extension-Entwickler kann vielleicht Alon was dazu erzählen, ganz kurz, was für Probleme du hast, wenn der Template da zum Beispiel Bootstrap 3 verwendet und du hast was anderes. Ja, also irgendwie als Extension-Entwickler will man sich ja an den Standard von Joomla halten, der ist Bootstrap 2. Und die meisten Extensions heutzutage, also die meisten Support-Probleme, die ich habe, sind eigentlich damit verbunden, dass Bootstrap 3 installiert ist. Und die diese Webseiten dann betreiben, die haben meistens keine Ahnung, wenn ich dann sage, ja, das ist ein Bootstrap-Konflikt, dann kommt man ein großes Fragezeichen zurück. Ja, und irgendwie, das ist mein Problem, wo ich da mit den Bootstrap-Problemen kämpfen will. Möchtest du dann Templater-Sicht oder? Nee. Kann ich auch machen. Also als Templater zum Beispiel, wenn ich die Entscheidung treffe und sage, ich will kein Bootstrap 2, was da standardmäßig in Joomla drin ist, und ich nehme zum Beispiel UI-Kit oder Bootstrap 3 zum Beispiel. Gerade bei Bootstrap 3 ist es so, wenn ich eine Erweiterung installiere, die Bootstrap 2 verwendet und ich habe ein Template Bootstrap 3, dann gibt es eben diese Konflikte auf meiner Seite, dass ich die dann versuche im Template zu lösen. Also er versucht das in der Erweiterung zu lösen und nicht bei mir. Und wir beide kämpfen dann gegeneinander an quasi in dem System. Sonst als Templater, ja, das ist das größte Problem. Und als Systemintegrator oder Benutzer letztendlich hat man das Problem, wenn man Bootstrap 2, Bootstrap 3, UIKit und Foundation gleichzeitig installiert hat durch irgendwelche Erweiterungen, hat man vielleicht einen MB CSS-Datei, ja, und irgendwie fünf JavaScript-Bibliotheken, die auch gegeneinander ankämpfen. Und letztendlich hat der Benutzer oder der Kunde auch ein Problem, weil er dadurch lange Ladezeiten hat. Und das weiß ich was. Zurzeit glaube ich zumindest 50% der Seiten haben bestimmt Bootstrap 2 und Bootstrap 3 parallel geladen und solche Geschichten. Ne? Und haben JavaScript-Probleme zurzeit. Genau. Also in der jetzigen Struktur. Tut's. Ja, sieben verschiedene Ansätze. Alon und Yves. Ja, wir haben uns einmal zusammengesetzt und dann haben wir verschiedene Ansätze, wie wir dieses Bootstrap oder generell das Framework-Problem von Joomla lösen können. In Joomla 2.5, da war das eigentlich noch sehr einfach, weil da wurde kein Framework eingesetzt. Es gab einfach die CSS-Klassen und gut war. Und dann mit Joomla 3 wollten wir responsive gehen und dann wurde Bootstrap 2, weil das dazu mal aktuell war, wurde dann das eingesetzt. Und mittlerweile, das ist Ding, ich weiß gar nicht, wann wurde das End of Life? 2012. Was meinst du? Wann wurde 2013. 2014. Ist Bootstrap End of Life. Und irgendwie, ja, und jetzt hat sich Bootstrap 3 so durchgesetzt, dass mittlerweile eigentlich die meisten großen Templates Bootstrap 3 installiert haben und eigentlich der Joomla-Standard Bootstrap 2 ist. Also das heißt, wir haben dann Bootstrap 2 und Bootstrap 3 gleichzeitig in Joomla drin. Und um dieses Problem zu lösen,
war dann ein Ansatz, dass man sagt, man extrahiert all den Framework-Code in eigene Layout-Files. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu technisch ist, aber viele Leute kennen ja die default.php-Dateien, wo der ganze HTML-Output gemacht wird. Und der erste Ansatz war dann quasi all den CSS-Code von Bootstrap 3 oder Bootstrap 4 dann in eigene Dateien auszulagern, die man dann irgendwann mal ganz als Joomla rausnehmen könnte oder irgendwie als Extensions installieren wäre oder was auch immer. Aber mal wirklich den Core eigentlich zu säubern mit dem Bootstrap-Code. Nachteil ist, wir haben natürlich dadurch wieder doppelte Dateien, doppelte Inhalte. Und mit der Zeit, wenn wir nicht nur Bootstrap 4 haben, haben wir dann am Ende 5 verschiedene Default-PHP-Dateien drin. Doppelte Inhalte nicht mal unbedingt. Ich habe da ein RFC gemacht, wo man quasi das Ganze eben nicht mit doppelten Inhalten machen könnte. Aber das Problem ist, es wird die Komplexität erhöht. Ein weiterer Punkt wäre, eine Abstraktion mit JHTML zu machen, also dass man eigentlich kein Div mehr schreibt mit irgendeiner Klasse Row, sondern dass man PHP-Code aufruft, JHTML Bootstrap und schreibt Start Row und End Row, das, was wir bis jetzt von Tabs kennen. Würde das sehr abstrahieren und komplex machen. Ja, eine weitere Idee war, Layouts als Extensions zu machen. Also dass ich, quasi so wie es heute vielfach ist mit Language-Files, dass man quasi als Extension entwickelt oder dann fürs Joomla Core, dass man da Layouts installierbar macht, die zu einem gewissen Framework gehören. Das würde dann ganz aus dem Joomla Core raus sein. Ist auch ein sehr, von mir aus gesehen, schöner Ansatz. Gibt aber die Gefahr, dass man, dass halt duplizierter Code ist und wir das extern maintainen müssen. Dann Layout Plugins, also dass man eigentlich, wenn Layout geladen wird, dass man da über ein Plugin-Event geht und einen Pfad holt und quasi das Plugin dann einen eigenen Pfad zum Layout angeben kann. Dann eine klassische Methode, die Inline-Ifs, dass man einfach wirklich schreibt, if, irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie den Framework-Parameter kennt, dass man schreiben kann, if gleich Bootstrap 3, dann print ich ein Div aus mit der Klasse von Bootstrap 3. Ein eigenes CSS-Framework machen, das ist mit dem ganzen Responsive-Grid-System und was auch immer. Es gibt da zwei Wege, man könnte das wirklich von Null selber anfangen, so Joomla-Eingangsgewächs, oder einfach nur ein Mapping zu Bootstrap machen. Oder Rachens, jeder schaut für sich alleine, jede Extension-Template laden ihre eigenen Frameworks, die sie wollen, und ja, man findet dann irgendeinen Weg, gibt es ja nicht. Ja, das sind so 7 verschiedene Ansätze, zum Teil wahrscheinlich ein bisschen technisch. Ich habe noch eine 8. Version. Okay. Ich lade allein nur um den Editor darzustellen, einfach ein anderes Template rein. Das sind eins, was auf Bootstrap 2 basiert und kann dann den Editor zum Beispiel auch in der Modalbox anzeigen lassen. Beim Abspeichern über JavaScript wird dann einfach die Seite neu geladen, damit die Inhalte gleich wieder sind. Also nur in den Editor-Aufruf ruft mir dann zum Beispiel das Bootstrap 2-Template des Protostar auf, nur für den Editor. Und dann erst schnell Bootstrap 3, oder? Genau, das eigentliche Template ist Bootstrap 3 und nur für den Editor. Das ist ein Plugin von Nils Nübel, glaube ich auch. Ne? Ich habe es ohne Plugin. Okay, der hat das mit dem Opa. Nachteil ist halt auch wieder doppelt geladener CSS-Code. Das löst aber auch das Problem, was wir lösen wollen. Das löst ja auch in der Komponentendarstellung oder in der normalen Seite das Problem nicht. Ne? Also du kannst ja nicht zwischen Bootstrap 2 und Bootstrap 3 hin und her wechseln. Ich lade es dann in einer Modalbox, dann fällt es nicht auf. Im Editor wird es gehen, aber für eine normale Seite, wo man einmal die Referenzen hat und einen Block, will man ja nicht zwischen 2 und 3 wechseln zum Beispiel. Genau. Die Dummy-Lösung. Mhm. Du schiebst dann den Header-Renderer in den Template-Ordner rein und überlässt dem User, was er da einmal ausschalten will, drinnen.
das ist mir am sympathischen, weil dann kann ich bestimmen, welche JavaScript wohin geladen werden. Ja, das Problem ist, dass in viel in Joomla Core fest codiert ist. Und das kriegst du, also die Klassen und so, die kriegst du halt nicht weg. Du musst den Stamp voll mit dem Override. Können wir das so, also um das Problem nochmal zu benennen, wir haben einen starken Vendor laut momentan auf Bootstrap 2. Mhm. Die Migration wird, egal wo wir hingehen wollen, ohne BC Breaks, also ohne Rückwärtskompatibilitätsprobleme, immer schwierig. Die Ideen, die wir hier hatten, wir hatten das Ziel, irgendwie Rückwärtskompatibilität zu gewährleisten, mhm, was nicht immer einfach ist. Können wir das so machen? Dass wir am Ende haben wir eh ganz viel Zeit, um das zu besprechen, dann machen wir das nochmal auf diese Slide und können wir da darüber reden, ne, oder? Genau, machen wir so. Ja, weil viel ist nicht mehr zu reden, dann kann man da eine offene Diskussionsrunde draus machen. Mhm. Das passt dann schon. So, können wir das in Joomla 3 integrieren? Wir haben damit halt sehr enthusiastisch angefangen. Man muss das auch offen sagen, dass wir vor 2 Wochen Dämpfer bekommen haben aus verschiedenen Ecken. Wie wollen wir das denn darstellen? Also, die Gefahr oder die Einwände sind, wie Alon das ja gerade auch schon erzählt hat, dass man sagt, ja, verwendet Bootstrap 2, ne? Macht die Erweiterung in Bootstrap 2, Joomla ist in Bootstrap 2, das Template sollte in Bootstrap 2 sein, dann habt ihr keine Sorgen. Ne? Dann ist alles gut. Das ist das Argument einer Ecke. Dann gibt es die andere Ecke, die sagt, okay, wir wollen aber die neuesten Frameworks verwenden. Und da gibt es einen Clash zwischen den Entwicklern, die da kein Designer-Auge haben, sage ich mal, und dann den Designern, die keinen Entwicklerblick auf diese Geschichte haben. Und wir sind jetzt an einer Situation angelangt, wo wir uns ein bisschen behindern in dieser Frage, ja, wo wir Verständnis aufbauen müssen, uns gegenseitig verstehen müssen. Ob wir das hinbekommen, müssen wir mal gucken, vielleicht in einem Neustart oder sowas. Unser Problem war vielleicht, dass wir das von Anfang an, dass das vielleicht so im deutschen Raum gestartet ist, als deutsches Projekt gesehen wurde. Ich weiß nicht, manchmal sagen die ja, die Deutschen, die machen da mal wieder was so. Ungefähr könnte sein, dass das auch, dass man das viel offener, vielleicht internationaler kommunizieren hätte müssen. Hätte auch vielleicht ein bisschen zur Entspannung beigetragen. Die Chance ist immer noch, dass unsere Überlegungen, Elisa hat das schon erzählt, vielleicht in Joomla 4 ein bisschen integriert werden können, unsere Arbeit oder sowas. Ne? Da wolltest du ja mit uns nochmal reden. Also diese Gedankenleistung, Denkleistung war nicht umsonst. Irgendwie kann man das schon bestimmt verwenden. Und wir haben ja auch viel dadurch gelernt und man macht sich halt Gedanken über diese Geschichten. Ja. Und fällt euch noch was ein? So. Das war der Lehrbefall. Genau. Sag mal, was sind denn die Spannungen? Was war denn das? Okay, also eine Spannung ist wirklich einfach. Ihr kennt das schon. Es ist eher ideologisch und dogmatisch. Also da wird dann nicht erklärt, sondern wird gesagt, sowas machen wir nicht. Punkt. Also, wie gesagt, verwendet Bootstrap 2 und 3 und Joomla hat ein Override-System, lebt damit, ist gut. Und das ist dann zum Beispiel eine Begründung, das ist der Dämpfer. Dann kann man mit den neuen Ideen nicht ankommen. Was war noch ein Argument zum Beispiel dagegen, zu sagen? Ja. Was ich auf GitHub, ich habe mir auch durchgelesen alles, aber... Ja, eigentlich das auch quasi, dass man, es sind da verschiedene Meinungen, die alle irgendwie in die gleiche Richtung zielen, aber irgendwie, wie man es dann wirklich umsetzen macht, das ist irgendwie nicht ganz klar geworden. Und ja, irgendwie eben, Teilleute haben dann Angst wegen der Komplexität, andere haben irgendwie, eben alle andere wollen Bootstrap komplett aus Joomla raus haben und irgendwie, dann gibt es noch die dritten Leute, die sagen, ich will keinen duplizierten Code in Joomla haben. Es ist dann so, ja, wir sind da irgendwie, es ist, ich hatte wie das Gefühl, irgendwie alle wollen das Gleiche schlussendlich, aber ja, irgendwie ist es schwierig, sich zu finden. Ich hätte ein paar Fragen. Also zuerst, ich denke, es gab keine offizielle Abstimmung, ob das dann jetzt in Joomla 3 reingeht oder nicht. Das war also Privatmeinung bisher. Dogmatisch, ich verstehe, was die gefühlsmäßigen Argumenten sein könnten. Aber das Einzige, was sie zählen würde, wäre das vorzutragen zum PLT und dann Abstimmung zu bekommen. Dafür braucht man nicht eine komplette Lösung, aber man müsste schon argumentieren, warum das dann parallel zum hiesigen System technisch in Joomla 3 integrieren wäre. Joomla 4 ist ja keine Frage, dann haben wir schon Backwards Compatibility übrig, da können wir noch mehr machen und in Joomla X können wir. Das ist übrigens die Chance in unserer Idee gewesen, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt schaffen, ein
BS3 oder BS4 ist jetzt egal, könnte ja auch BS4 sein, das Thema. Wenn wir es jetzt schaffen, in Joomla 3 BS4 zu integrieren und die Leute verwenden ja eh BS4 oder BS3, dann ist der Schritt von Joomla 3 auf 4 eben geringer als von Joomla BS2, also Joomla 3 mit BS2 auf Joomla 4 mit BS4. Ja. Garantiert geringer, im Frontend zumindest. Ja, okay. Ja. Das ist die Chance dieser Lösung, die, wenn wir das schon schaffen würden, in Joomla 3 zu integrieren. Ja, das war die Idee auch, einer der Ideen zumindest. Okay, aber ich bin mit euch, sehe die Vorteile, aber um das dann voranzutreiben, soll es eine offizielle Abstimmung geben und Teil davon ist, das soll dann auch faktenbasiert sein, nicht auf Ideologien, wie wir leider viel zu oft sehen. Aber dafür braucht man eine Unterbauung, dass das technisch geht. Ich weiß nicht, wie weit ihr damit seid. Denn da kann Alon was zu sagen, also denn das Thema schon durch eigentlich. Ja. Technisch gesehen, da haben wir, technisch gesehen ist es doch durch, oder nicht? Es ist letztendlich ein XML-Eintrag, wo man einträgt, ob das Bootstrap S3 oder 4 ist, also ein Hidden-Input-Eintrag. Und dann haben wir noch an einer Stelle im Core einen Switch drin, der quasi erkennt, okay, da ist diese XML-Datei drin und ruft dann alle Dateien auf, die zum Beispiel BS4 als Präfix haben. Mhm. Das ist die einfache Lösung. Nachteil ist eben, dass man doppelte Dateien hat, ja, dass man alles doppelt pflegen muss. Vorteil ist eben, doppelt ist dann relativ, im Sinne, man muss pflegen für also 4 und 2 oder genau, ja, weiß ich nicht was, das ist ja sehr relativ. Wir das haben sogar, doppelt zu nennen. Habe sogar so weit gemacht, dass eigentlich dann das BS3-Layout kann dann das Default-Layout aufrufen. Also man hat dann nicht mal mehr sogar duplizierten Code. Oder? Und was eben auch noch, vor allem was ich eines der größten Pluspunkte in diesem Ansatz sehe, ist, dass man eigentlich das Core vom Bootstrap wie disconnected und dadurch kann man dann ist der Joomla Major Release dann unabhängig vom Bootstrap Release. Also ich denke dann, wenn man so weit wäre, könnte man Joomla 4 oder dann Joomla 5 viel früher ausliefern, aber wenn man da jedes Mal wieder neue Templates und so machen muss, wird es dann halt schwierig, oder? Und ich denke da, diese Sachen, weil sonst binden wir Joomla-Releases an die Bootstrap-Releases, das ist dann einfach gefährlich. Weitere Chancen sind eben, wir haben ja gerade die drei Gruppen genannt, Extension-Entwickler, Templater und Systemintegratoren, dass wir eben als User zum Beispiel endlich mal eine schlanke Seite hätten, das erstmal Bootstrap 2 oder nur 3 oder nur 4, ja, in der Variante, dass Templater auch zum Beispiel sagen würden, ja, ich kann alles in Bootstrap 3 machen, das ist eine ganz andere Qualität, da muss man sich nicht mehr damit ärgern, dass man da zwei verschiedene jQuery drin hat und verschiedene Versionen von allem. Es würde insgesamt viel, viel stabiler und viel, viel sauberer sein in der Ausgabe. Ich habe Seiten gesehen, die haben 1 MB an CSS, wie gesagt, also das muss heutzutage echt nicht mehr sein. Weil es ist dann wirklich, es gibt dann einen Weg, wie wir als Extension-Entwickler, wie wir als Template-Entwickler dann mit diesem Problem umgehen können, weil im Moment ist auch als Extension-Entwickler, das macht jeder sein eigenes Ding, oder? Und das, ich, zum Beispiel in meinen Extensions, da habe ich es dann so gemacht, ich habe einen Schalter eingebaut, wenn man ein Bootstrap-Problem hat, dass man quasi mein Namespace eigenes Bootstrap CSS laden kann und dann läuft es wieder, oder? Aber das bläht die Seite auf. Andere machen irgendwelche Plugins dazu oder nehmen ein ganz anderes Framework, aber es wird immer, die Seite wird immer mehr aufgeblasen mit eigentlich Sachen, die ja von Joomla her kommen sollten. Ja. Status. Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Marco, könnten wir den offiziellen Weg gehen, mal eine Diskussion anregen, eine Abstimmung anregen, Privatmeinung außen vor lassen. Ja, ich setze mich im Nachhinein gerne nochmal mit euch zusammen, um zu sehen, dass wir das positiv und faktlich dem PLT, das überlegen können und das dann faktisch abstimmen. Wenn es faktisch nicht stimmt, technisch nicht stimmt, kann es abgeblasen werden, aber bitte nicht auf ideologischen Gründen, das nervt mich so endlich. Und unglücklicherweise wird das ist, was Joomla macht, gibt es immer Nörgler. Das sind immer 5 bis 10. Da
unabhängig von was man macht, die sind dagegen. Es sind immer mindestens 5 bis 10. Die sind auch noch sehr gut auf Social Media. Und das ist, das ist alles scheiße. Aber da schauen wir nochmal. Und wenn ihr wollt, können wir daraus jetzt eine offene Diskussionsrunde machen. Ihr könnt ja mal erzählen, welche Probleme ihr habt, wie ihr sie löst, ob es andere Ansätze dafür gibt, ob euch das so vielleicht nicht aufgefällt, ob ihr die Meinung teilt, dass man komplett auf Booster 2 das weitermachen sollte. Also ich wollte auch mal was dazu sagen. Ich glaube, das Problem war auch, dass eine Index-PHP hochgeladen wurde, die fachlich nicht gut war. Und dass das die Kompetenz vom gesamten Team nach außen hin einfach runtergeschraubt hat. Und dass die Kommentare, die auf eure Sachen bezogen kamen, eigentlich basierend darauf waren. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, halt. Kann sein, aber so schlau sind wir ja, dass wir das trennen können müssten, eigentlich. Aber okay, einwand verstanden. Da gucken wir auch mal vor. Mich würde wirklich, bis jetzt haben wir wirklich auf unsere Anliegen, haben da Joomla Core entwickelt, die wirklich tief in Joomla drin sind, haben da reagiert, aber irgendwie so die. Uns würde mal so die große, eine größere Meinung interessieren, also wirklich von anderen Leuten, die, ich sage jetzt nicht mal mehr, nicht unbedingt groß mit dem Joomla Core am Entwickeln sind, sondern vielleicht Template-Designer, Integratoren. Was nicht? Was meint ihr dazu? Wie leitet ihr darum? Oder wie seht ihr das? Also, ich denke, dass ihr mit dieser CSS-Problematik an diesem ganzen JavaScript-Ding anstreift. Die größte Ärgernis ist gar nicht einmal das CSS, sondern einfach, weil jedes Modul, jedes Plugin mittlerweile seine eigenen JavaScripts da reinpumpt und du die unmöglich kontrollieren kannst. Und dieses CSS, was jetzt, ihr schaut euch nur Bootstrap an, aber eigentlich streift sie ja dann diese ganzen JavaScript-Problematik auch an. Also ich für meinen Teil löse es so mittlerweile, dass ich einen eigenen im Template selber, im Template dort einen eigenen Custom-Header-Renderer mir gebaut habe, wo ich sehen kann, was in den Head, was in den Footer schreiben will, wo ich die CSS hin haben will, welche JavaScripts erlebt. Weil ich habe einfach alles weg, was von Module, Plugins und so weiter reinkommt, die rufe ich gar nicht auf, sondern ich bestimme händisch, welche JavaScript-Klassen ich da drin haben will. Weil ich das nicht kontrollieren kann. Aber die Überlegung bei der Sache ist natürlich, wenn man sagen würde, man bietet im Joomla eine aktuelle Plattform, also 3 oder 4, dann zieht das Ökosystem halt mit. Aber wenn man sagt, man ist bei Bootstrap 2, dann überlege ich mir auch mal zwischendrin, nimm doch mal Foundation oder UI-Kit, damit zerfasert der Markt auch. Also ehrlich gesagt, Bootstrap 3 und 4 decken wahrscheinlich 99% der Anwendungsfälle. Ja, also jetzt nicht JavaScript-mäßig. Deswegen haben wir auch ein Problem, dass jeder sein Süppchen kocht, weil eben Bootstrap 2 inzwischen als veraltet erscheint. Man könnte es auch die nächsten 100 Jahre verwenden, wenn man möchte. Aber es wäre wieder so, dass man diese Bootstrap-Ökologie oder Ökonomie wieder zusammenführt und sagt, okay, wir machen alles auf Bootstrap 4. Ja? Mhm. Und kochen nicht unser eigenes Süppchen. Das wäre einfach. Das hat das ein bisschen beschleunigt, dass wir immer noch Bootstrap 2 verwenden, dass jeder sein eigenes Süppchen macht. Eben. Mhm. Ja. So. Vielleicht auch ein großes Manko bei Bootstrap zum Beispiel finde, ist punkto Barrierefreiheit. Wenn ich mir mal die Icons anschaue zum Beispiel, ist es nicht so das Schöne, sage ich jetzt mal, vor allem wenn man dann vom Screwy davor gelesen bekommt, Messer und Gabel, was da überhaupt gar nicht reinpasst zum Beispiel. Ja, also das sind teilweise Sachen, ist das so 3 oder 4 besser? Das ist noch gar nicht besser, also das hat sich nie gebessert. Aber einfach gar nicht so. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das ist ein sehr, sehr großes Problem sogar, ja. Wir haben schon mittlerweile angefangen, im Endeffekt ist alles über CSV-Dateien dementsprechend zu kopieren und die Icons viel, also eine große Anzahl bekommt man da ja irgendwie nicht. Barrierefreiheit ist auch ein Thema in Joomla, aber oder Barrierearmheit. So, Freiheit gibt es ja ähnlich. Also für mich persönlich ist das überhaupt nicht wichtig, ob 2, 3 oder 4, würde ich einfach was anderes benutzen. Deswegen würde ich auch. Was benutzt du denn anderes? Ich benutze UI-Kit. Aber was machst du, wenn eine Erweiterung Bootstrap 3 lädt? Ja, ich muss einen Override schreiben, genau. Aber deswegen wäre von euren 7 Punkten, wäre also für mich eigentlich dieser Abstraktionslayer, wäre eigentlich so die schönste Lösung, dass man eigentlich in Joomla so einen Abstraktionslayer hat und dann selber entscheiden kann, okay, welches Framework möchte ich und dann wird das eben umgewandelt. Ne? Also aus diesem Abstraktionslayer. BS3, genau, PHP. Wie auch immer irgendwie. Das ist ja auch die Lösung, die schon fertig ist, genau. Die schon präsentiert wurde. Da hätte man eben auch die Möglichkeit,
Möglichkeit, jedes andere Framework irgendwie anzudocken. So, das ja, kannst du privat machen, im Core wäre es dann wahrscheinlich so Bootstrap 3 oder 4, aber du kannst UI-Kit und Foundation und sonst was. Sehr genau. Abstraktionslayer, wo ist das? Ne? Das ist bei uns in Tauristar GitHub. Repo. Tauristar. Okay. Also ist da mit dem Pull Request, mit dem RFC. Ja, ich habe den gerade angeguckt. Was sagt der Fachmann dazu? Naja, da kann man, da braucht man eigentlich, da wollte ich mir den letzten Kommentar angucken, der lautet ungefähr, dachte, da weiß man, wo man da gelandet ist. Why we don't just fork the internet and be done with it. Das ist schon, hat schon den Polemik-Level halt schon überschritten, von daher weiß ich nicht, da. Also ich mag den Ansatz auch nicht, ehrlich gesagt, aber... Aus welchen Gründen? Das fühlt sich für mich einfach falsch an, das so zu machen. Also das ist ja jetzt wieder die Schiene, die anderen fahren. Perfektes Beispiel. Nein, aber das ist ja... Das es gibt keine gute Lösung. Also man kann nicht immer genau sagen, warum irgendwie was falsch ist oder sowas. Manchmal sagst du, manchmal ist aber, das ist einfach falsch implementiert. Ja. So, aber das fühlt sich für mich einfach falsch an, das so zu machen. Aber wir hatten ein schönes Google Doc, weiß nicht, ob das wollte da ich gerade hast, erzählen, genau. Wo man die verschiedenen Ideen und die Pros und Kontras mal vergleicht. Und bei einem stirbt ein Tod, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, nee, klar. Also es geht um die Lösung, die am wenigsten Rückwärtskompatibilitätsprobleme und am wenigsten Overhead. Also soweit ich mich an das Doc erinnere, war keine Lösung mit irgendwie 100 Punkten vertreten, nein, sondern maximal irgendwie 75 Punkten. Das heißt, also man erkennt auch, dass es eine schwierige Sache ist letztendlich. Ja. Es war immer, aber von den ganzen Lösungen, die wir hatten, immer noch die beste Variante und gerade für Systemintegratoren, also für die einfachen User war es, denke ich mal, die einfachste Lösung. Ja, also auch die komfortabelste Lösung. Okay. Ja, haben wir jetzt klargestellt. SVG. ja, haben wir noch. Also ich persönlich finde ja, man müsste dieses Framework-Agnostic-Thema weiter vorantreiben und versuchen weiter mit den Overrides zu gucken, wie weit man da kommt. Das habt ihr wahrscheinlich auch untersucht. Wie weit kommt man da? Also immer weiter. Also Dimitris hat daran gearbeitet, dass JForm jetzt overwritable ist in den letzten Monaten, aber es gibt noch ein paar JSON-Scheiß, der da rumfliegt. Den müsste man auch mit Layouts versehen oder sowas. Also ja gut, aber dann schieben wir alles ins Template. Ja, dann ist das eben so. Also das ist ja auch egal, oder? Da ist viel Arbeit dann immer, da muss man immer viel kopieren, wenn man ein neues Template machen will. Oder dann zum Beispiel jetzt für Custom Fields, oder? Ich weiß nicht, ob du es dir mal angeschaut hast, aber wenn du das mit dem Hardware-Template findest, dann geht es nicht, oder? Und man muss da jetzt wirklich die Views auch wieder ins Hardware-Template kopieren. Und ich finde einfach, wenn Joomla mit dupliziertem Code ausgeliefert wird, irgendwie für mich... Ich stimme da, ich finde das nicht. Ja, na gut, aber wenn wir verschiedene Templates haben, dann müssen wir den Code auch in irgendeiner Weise duplizieren. Also da kommen wir ja nicht dran, da kommen wir nicht drum rum. Also. Ja, wir haben JLayout als Ansatz mal gehabt, wo wir versucht haben, es ein bisschen zusammenzufassen. Also die Problematik. Großteil, wenn man JLayouts klein hält, kann man ja immer nur einbinden und das sollte Template unabhängig sein. Und umso mehr nur per CSS gemacht wird, umso besser. Die Problematik wäre, wenn man alles in die Templates reinschiebt, dass man so ein bisschen bei dem WordPress-Ökosystem anbelangt, wo ein Template quasi alles mitbringen muss, damit es fast alle Extensions abdeckt. Ja, dann entwickelt man halt einen super Template-Markt. Ob das so gewollt ist, weiß ich auch nicht. Das ist dann die Gefahr, wo man sich dann hinbewegt. Ja. Wenn zum Beispiel Use auf einmal nicht Word schon mal unterstützt, könnte sein, dass es schlecht ausschaut. Ja. Das hat so ein charmanter Nebeneffekt. Also hat alles Vor- und Nachteile. Man muss halt sich überlegen, wie man das gewichten will. Ich als User wäre mir lieber, also natürlich der WordPress-Ansatz, dass ich ein Template installiere und alles sieht irgendwie gut aus, alles was unterstützt wird, ist auch charmant. Das ist genau die Diskussion, die wir haben. Also das muss man irgendwie auflösen, dieses Problem. Also vielleicht noch ein Argument pro eurer Überlegung, jenseits der technischen Perspektive wäre ein Marketing-Effekt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn jüngere Frontend-Developer auf den Markt drängen und sehen, dass Bootstrap 2, was man jetzt durchaus schon als etwas verstaubte Technologie ansehen könnte,
dass das eventuell auch einen gewissen abschreckenden Effekt dann hat, wenn man sich CMS vergleicht und sich für eins entscheiden muss, wenn man bei Null anfängt. Das hatten wir auch schon in der eine der Überlegungen war, dass man halt das vermarkten könnte. Ja. Muss halt viel jetzt in den Nachhinein. Es gibt ja noch ein grundsätzliches Problem, und das hat eigentlich gar nichts mit dem Template zu tun. Das ist eigentlich dieses Semantic Versioning, was wir machen. So. Da wir können nur wirklich einen VC-Break machen, wenn wir die vordere Nummer ändern. So. Aber die Leute oder drauf. Ich sag mal, der gemeine Nutzer draußen sieht aber, wenn wir vorne die Nummern ändern, dass so jetzt eine super neue Funktionalität, so super was Tolles irgendwie sein. So. Das heißt, wenn man jetzt man müsste eigentlich dieses Denken so ein bisschen verändern und sagen, okay, wir machen jetzt Joomla 4 und Joomla 4, das Feature davon ist, da kommt jetzt Bootstrap 3 rein. Punkt, das ist alles. Mehr kommt da nicht. So, dann ist das doch okay. Bootstrap 4 dann. Oder ob es jetzt 4 oder was jetzt eine ist. Eine der Überlegungen ist natürlich, wenn man wieder sagt, bei Joomla 4, wir nennen alles default.php, ja, für Bootstrap 4. Und irgendwann haben wir diesen Bruch wieder, dass man sagt, okay, wir müssen Bootstrap 5 verwenden oder sowas. Da stehen wir genau vor dem Problem, das wir jetzt auch wieder haben, dass Bootstrap 4 veraltet sein wird und dann will jeder aber Bootstrap 6 parallel installieren. Das muss man halt. Unsere Überlegung war auch eben eine Transition von 2 auf 3 und von Joomla 3 auf Joomla 4 halt zu vereinfachen durch diese ganze Thematik. Mhm. Also man muss auch in die Zukunft denken, dass wir dasselbe Problem genauso halt in Joomla 4 haben werden. Ja, und wenn wir in WS4 in Joomla 4 direkt wechseln, dann hat jeder viel Arbeit. Sein ganzes Template anpassen, Template migrieren, alle Overrides anpassen, alle Extensions anpassen. Wir könnten das halt wirklich ohne. Und eigentlich war ja das große Ziel nicht wieder so eine Katastrophe wie von 1.5 oder 1.6 oder 2.5. Dann werden wieder Leute Joomla verlassen. Ihr habt es sehr angeschaut, wie wir vom hinteren System zu einem neuen, besseren hinteren System kommen können. Habt ihr auch explizit angeschaut, was dann der Übergang zu, was dann jetzt in Joomla 4 reinkommen wird, sein werden. Denn das sollte dann auch mindestens so einfach sein, um die Leute nicht kopfscheu zu machen. Ja, das war ja dann eben genau ein Pluspunkt des Ansatzes, den wir gewählt haben, dass wir eben genau diese Transition, wir können dann wirklich eigentlich mit zwei Bootstrap-Versionen im gleichen Joomla-DIN legen. Es wird nur eine pro Seitenaufruf geladen, aber quasi man kann sagen, okay, jetzt duplikaten wir in Joomla 3 Bootstrap 2, ja. Führen da Bootstrap 4 ein und dann in Joomla 4 können wir dann Bootstrap 3. Ja, okay. Ich verstehe, dass das euer Ansatz wäre, aber der George oder wer sich mit Joomla 4 dann jetzt beschäftigt, was sind deren Ansichten, die dass das dann anschließt und dass das dann im Weiteren auch auf Joomla X anschließt. Das müsste auch explizit anvisiert werden. Herr Lisa, vielleicht, also wie sieht denn der Migrationspfad von Joomla 3 auf 4 aus in Bezug auf Bootstrap 2 auf 4? Also wir hatten erst vorgestern unser Meeting und das wird sich jetzt erst formen. Aber gibt es da schon Lösungen, Ansätze, die man besprochen hat, so wie wir das gemacht haben? Wie man von Joomla 3 mit Bootstrap 2 auf Joomla 4 mit Bootstrap 4 kommt? Weil unsere Lösung gehört zu dieser Problemstellung mit dazu. Also das wird sich jetzt eben in den nächsten Wochen formen und deswegen wollte ich euch noch ansprechen. Aber es ist keine reine, das muss man klarstellen, keine reine Joomla 4 Geschichte. Also man kann nicht sagen, ich mache in Joomla 4 irgendwas und baue Bootstrap 4 ein und dann muss das irgendwie, nee, wenn man da Joomla will, muss man schon in Joomla 3 was gemacht haben. Also die Vorbereitung muss da schon stattgefunden haben. Und da bin ich gespannt, da können wir dann nochmal drüber reden. Genau. Sonst noch jemand? Ja, hast du seid also so schüchtern? Ich denke gerade drüber nach, was denn jetzt der Effekt ist. Ich weiß, Joomla 4 soll Bootstrap 4 werden. Mhm. So, das weiß ich. Jetzt frage ich mich gerade, was ist der Effekt, wenn jetzt Joomla 4 raus ist? Dann bleibt das Bootstrap 4. Alle anderen Sachen unterstützen aber noch den Dreierfahrt. Rein theoretisch zwei. Wie bekomme ich denn jetzt wirklich die Leute dahin, dass die auf 4 gehen? Wie macht ihr das denn im Core? Wie werden die ganzen Contents-Sachen, die auf BS2 basieren, auf BS4 laufen? Wie wird es denn aussehen? Es wird nicht gleich ausschauen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt.
Ich glaube, da hat sich noch keiner so richtig darüber Gedanken gemacht. Aber die Dinge, die Bootstrap 4 mitbringt, die sind doch schon Grund genug dafür, dass ich wechsle. Oder nicht? Ja, wenn du eben eine große Joomla 3-Seite hast und dann quasi wirklich die ganze Seite dann neu machen musst. Ich meine, und das ist auch wieder ein Punkt von unserem quasi soften Upgrade-Ansatz. Oder du kannst dann wirklich, du kannst dann das Bootstrap 2 Template haben, zusätzlich eine Bootstrap 3 oder Bootstrap 4 Version davon machen und dann wirklich Seite für Seite migrieren. Oder du müsstest dann nicht einen großen, wenn du auf 4 migrierst, einen großen Big Bang Upgrade machen, einen neuen Template und wahrscheinlich noch die Extensions upgraden und so. Ich glaube, das ist ja mittlerweile auch ein Grund, warum es so, noch immer so viel Joomla 1.5 Installationen gibt. Oder? Aber dann bräuchtest du auch trotzdem die Manpower im Core-Team, alle Versionen für sich zu maintainen. Wenn ein neues Feature kommt, muss jemand das in Bootstrap 2 einbauen, Bootstrap 3, Bootstrap 4 und alle Pakete aufrechterhalten. Ja, ich würde den Ansatz wählen, dass man sagt, man hat immer eine Legacy-Version, quasi die am Anfang, wenn man die neue Manager-Version gemacht hat, dass die dann irgendeinmal deprecated wird und man auf eine neue Version abgeht. Ja. Und dann quasi, wenn dann wirklich Joomla 5 kommt, kann man dann wirklich Joomla 2 oder Joomla 3, Bootstrap 2 oder Bootstrap 3 rauskicken. Und, aber du hast eigentlich immer zwei Versionen oder so eine. Naja, dafür hast du ja, ich glaube, wie viel, Robert? Hm? Nee. 18 Monate noch Support, oder? Drei Jahre. 2018 ist klar. Ja. Wenn die neue rauskommt, dann auch 3 Jahre. Also muss nicht jeder gleich auf 4 gehen. Das ist ja dann. Also falls wir drei. Momentan sind. Steht in dem Roadmap-Plan 2. Aber was ist denn der Supportaufwand für die Fuse? Also wenn man die einmal gemacht hat, ich habe selten mal erlebt, dass meine Overrides unbrauchbar wurden nach einem Update. Die werden fast nie mehr angefasst. Jetzt das letzte, was ich weiß, ist ComContact, wo mal die Ausgabe angepasst und gesäubert wurde. Also da ist der Aufwand nicht riesig. Da kann man wahrscheinlich auf GitHub auch die Statistiken zusehen, dass die TMPL-Ordner nicht sehr oft angefasst werden. Daher denke ich mal, wenn wir es einmal gemacht haben würden, hätten, dann hätten wir die zukünftigen nicht mehr so viel Arbeit. Für mich wäre es halt schön, ich mag zum Beispiel UIKit, dann könnte ich default.uikit.php machen und könnte da mein Inputfeld irgendwo hinpacken und würde dann UIKit komplett verwenden können. Was ja auch noch erwähnt werden muss, also es haben mindestens 100 Leute damit angefangen, Overrides für Bootstrap 3 zu schreiben und dann auf GitHub zu packen. Da gibt es ja 1000 Seiten, Viviana ist hier mit J.O. und so weiter. Und irgendwie funktioniert das nicht. Ja, sonst hätten wir das alle gemacht, das ist ja nur reine Fleißarbeit. Irgendwie gibt es immer einen Punkt, wo du sagst, das ist nicht sauber genug. Das funktioniert einfach nicht. Die Knöpfe sind komisch, wenn Bootstrap 2 parallel geladen wird oder so, dann sieht es so, funktioniert nicht, ein Pop-up geht nicht auf, der Slider wird irgendwie kleiner und welche, also ganz viele JavaScript-Probleme gibt es denn da. Also nur mit Overrides ist dieses Problem nicht zu lösen. Das, da kann ich als Templater nie von sein. Hast du recht. Ja. Aber das wurde uns auch zum Beispiel empfohlen, dem Bootstrap 2 Override-System, alles gut. Vergiss mal Bootstrap 2 so ungefähr. Braucht ihr nicht. Kommt in Joomla 4, dann ist auch gut. Was von diesem Pull-Request, das Größte, was ich herausgehört habe, ist, dass Joomla eigentlich Framework-unabhängig sein soll. Und dann ist meine Frage, wie kann man sich dann ein modernes Template so dazu bauen, wenn es eben kein Framework dazu hat. Und das, ja. Nein, das ist ja nur gemeint, dass es. Nein, das ist, glaube ich, das ist eine falsche. Das ist falsch verstanden. Natürlich soll das Framework unabhängig sein, aber wir liefern natürlich immer eine Beispielimplementierung in irgendeinem Framework mit. Mhm. Aber du musst ja in der Lage sein, das dann, wenn wir es in, keine Ahnung, in Bootstrap 3 von mir implementiert haben, du musst halt schon in der Lage sein, dann zu sagen, okay, Bootstrap 3 finde ich scheiße, ich möchte gerne Foundation benutzen. Oder UIKit oder was weiß ich. Ja, du als technischer Benutzer schon, aber die da wirklich einfach eine einfache Joomla-Seite installieren wollen, vom Template gar nicht, vom Framework, sie Bootstrap gar keine Ahnung haben, gerade mal wissen, was, dass man ein Template dazu braucht. Weil die sind dann, werden da im Schiff gelassen, dann mit einem einfachen Template, oder? Ja, aber die sind ja an der Diskussion nicht beteiligt. Also, ja, klar, die müssen sich irgendjemanden suchen, der das für sie macht, und das müssen sie heute auch schon.
Aber was er halt auch sagt, angenommen, wir haben in Joomla Extension Directory ein Filter für die Frameworks, die verwendet wurden. Mhm. Da könnte man wirklich sagen, ich will alle Frameworks Erweiterungen sehen, die Bootstrap 3 Unterstützung, komplett die Schiene fahren und hättest so ein minimalistisches Joomla in der Ausgabe, statt jetzt halt dieses aufgeblähte irgendwas. Diese Chance haben wir zurzeit nicht. Also entweder nimmst du Bootstrap 2 oder 3 und dann Template hat irgendwas anderes, Bootstrap 4 und dann hast du das Chaos. Das sind die Überlegungen, die wir hatten. Ich würde auch, sage ich mal, gar nicht so dermaßen auf die Entschuldigung rausgehen, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin kein Daumen unglücklich. Wollte ich auch nicht sagen. Genau. Wir sitzen ja alles irgendwo Personen, die sich zumindest mit CSS, mit SAS und so weiter und so fort beschäftigen, ja, die das tagtäglich eigentlich fast schon machen. Und warum soll ich jetzt jemanden, der vielleicht jetzt, keine Ahnung, einmal im Jahr eine Webseite anpackt oder seine eigene Webseite anpackt, die schick machen, das war's. Warum soll ich ihm jetzt das Leben total einfach machen? Weil dann tut man sich irgendwo so ein bisschen verschlimmbessern, sage ich immer so schön. Mal siehst du das nicht als die Hauptnutzergruppe von Joomla? Wenn man das mal statistisch sehen würde, in Zahlen. Also ich bin Extension-Entwickler, Alan ist es, und ich muss sagen, ich würde mal grob schätzen, von den paar tausend Subscriptions, die wir haben, 60% haben keine Ahnung von CSS. Also musst du ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt es Großteil des Marktes, so wie es jetzt aktuell ist. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich arbeite seit S5 mit Joomla und ich finde es top. Also ganz ehrlich, klar, ich meine, es gab immer wieder irgendwelche Probleme, dies und das und jenes. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist klar. Aber trotzdem macht es mir wirklich Spaß. Also das ist übrigens, ich glaube, uns macht Joomla ja auch Spaß, sonst stünden wir nicht hier. Wir wollen es halt, hätten es halt gerne ein bisschen besser gemacht. Also ein bisschen mehr Spaß. Also ständig, ich will dem doch noch sagen, passt es nicht für Jetzt wäre für den Kung Fu. Ja genau, wir waren noch für den Kung Fu. Ja. Okay, super, das war's auch von der Zeit. Wir sagen danke.